Streit macht Spaß, sagt der 14-jährige Alex, der mit seiner Bande den Drucks durch die Straßen einer Großstadt der Zukunft zieht. Sie rauben, plündern, vergewaltigen, morden. Nacht für Nacht ziehen sie los zum Powerschiff. Ich wohnte mit meinem Dada und meiner M im städtischen Wohnblock 18a. Ich war geil, noch Musik zu sluschen. Und wie ich so sluschte, die Glotzis fest zu, dass die Wonne nicht raus konnte, die besser war als jeder Tritt. Da kamen die herrlichen Bilder. Da waren Wedges und Pizzas. Die lagen auf dem Boden und schrien um Gnade. Und die Vibes ganz aufgerissen und blutig an den Wänden und ich wie ein Schlager über sie drüber. Das Begehren ist eine Art Maschine. Eine Form des Feedback, die beständig Gewalt produziert und Spannung zwischen den Individuen erzeugt. Die Kontrollinstanzen, die den stets drohenden Konflikt unterbinden sollen, werden aus den Angeln gehoben. Die Ordnung der Gesellschaft gerät aus dem Gleichgewicht. Gewalt breitet sich wie ein Lauffeuer aus und droht, das Gesamtgefüge zu vernichten. Aufzuhalten ist dieser Prozess nur dadurch, dass die Gemeinschaft sich kollektiv gegen den Einzelnen wendet und ihm die Rolle des Sündenbocks zuschiebt. Diese Solidarität stellt den Frieden wieder her. Sehr geehrtes Publikum, wie einige von Ihnen bestimmt bemerkt haben, haben wir es hier mit verschiedenen Ebenen zu tun. Zum einen haben wir die Ebene einer Erzählfigur, die den Inhalt im Voraus zusammenfasst. Zum anderen gibt es doch noch eine Stimme, die die Aufmerksameren unter Ihnen bestimmt schon erkannt haben, nämlich die Stimme von der Erzählfigur Alex aus dem Roman. Darüber hinaus haben wir aber doch auch noch eine theoretische Stimme, eine theoretische Ebene, eine Stimme, die theoretische Texte vorliest, die sich zum Thema Gewalt und zum Roman äußert. Darüber hinaus gibt es auch noch eine Art Meta-Ebene mit so einem Professor-Typ mit Brille und Wuschelkopf. Das alte Rein-Raus-Spielchen, Bock, steh uns bei. Tim reißt der Frau die Arme auf den Rücken. Alex geht die Kleider auf. Alexander heult vor Wut, die anderen lachen. Alex lässt die Hosen runter. Auch wenn Alex die gesellschaftlichen Normen bzw. Antinormen verinnerlicht hat und sie integraler Bestandteil seiner Persönlichkeit geworden sind, gerät er doch in Konflikt mit der Gesellschaft und den Behörden. Schuld daran ist nicht, dass er, sondern wie er Verbrechen begeht. Alex scheint in seiner Interpretation der Gewalt eine Schwelle zu überschreiten, die darin besteht, dass er die Gewalt nicht aus Mitteln zum materiellen, sondern zum geistig-kreativen Zweck versteht. Während aber seine Ikone Beethoven bestreben nach Vollkommenheit auf das musikalische Gebiet denkte, wählt Alex, wie könnte es anders sein, das Arbeitsmaterial, was in die Gesellschaft kehrt. Gewalt, Repression, Übergriff. Alex wird kein krimineller Psychopath, sondern ein Künstler der Gewalt. Die Ökonomie des Begehrens und des Opferns gerät in eine Krise, weil Gewalt für Alex offensichtlich kein Selbstzweck ist, sondern der einzige Weg zu Ästhetik und Vollkommenheit in einer degenerierten Gesellschaft. Und nach mir war der alte Tim an der Reihe. Und danach hatten Pete und George ihren Spaß. Dann war so etwas wie still. Der Schreiber Wedge und seine Alte waren gar nicht mehr ganz da. Blutig und aufgerissen. Und machten so Geräusche. Eine Figur wie Alex Delage ist weniger Ursache, denn symptomatisches Produkt einer spezifischen, destabilisierten Umgebung. Alex Delage und seine Drugs sind nicht obvious. Alex is very much a product of his environment. One more stain of violent graffiti on the culture's wall. A product of modern age. Wenn es für den Staat selbstverständlich ist, dass Verbrecher wie Dim und George in Polizeidienst aufzunehmen, dann spricht das dafür, dass Gewalt eine alles durchdringende und einander
frauengleiche Funktion besitzt. Gewalt wird mit einem sofortigen Schlagabtausch beantwortet. Der linke Mr. Alexander arbeitet mit denselben Methoden wie die rechte Regierung. Zwar bemüht sich die Gesellschaft, die Gewalt zu vermeiden. Praktisch kann sie ihr nicht widerstehen. Das heißt, die Gesellschaft wird von ihr infiziert. Es kommt zu einer Krise des Opferpuls. Astrid sagt, wenn es nicht eine lieblose Kindheit, frühkindlicher Kindergartengrill oder die arbeitslosen Eltern sind, dann eben die in der Gesellschaft unabdingbar innewohnende Gewalt. Ist denn niemand mehr bereit, für sein Handeln die Verantwortung zu übernehmen? Wilke sagt, hier denkt jemand, dieser Alex ist anziehend. Nein, wirklich sexy. Aber ich sage nicht, wer es ist. Das ist natürlich auch noch eine ganz andere Ebene. Eines Tages wird Alex von seinen Jungs verraten und landet im Gefängnis. Er stellt sich als Berufsobjekt für ein neues Rehabilitierungsprogramm für Schwerverbrecher mit einer Musikotechnik zur Verfügung. Im Rahmen einer zweiwöchigen Behandlung wird er durch Gewaltvideos konditioniert, sodass er nur noch Gutes tun kann. Die Gesellschaft greift auf die bewährte Methode des Krisenmanagements zurück. Das Opfersystem, an die Stelle der Religion als ursprünglich ausführende, nun jedoch machtlosem Organ, treten nun Justiz und Wissenschaft. Das Böse soll nicht vertrieben, sondern unterdrückt werden. Alex wird während des Experiments all das genommen, worüber er sich definiert. Seine Performance. Mit Übelkeitsgefühlen wird er gegen Gewalt und nackte Frauen und sogar seine geliebte Beethoven-Musik konditioniert. Der Pfleger bringt... Ich stecke an. Der Pfleger bringt Dr. Brennan eine Spritze. Sie injiziert sie, Alex. Vitaminis? Oder so etwas? So etwas ähnliches. Ein Piepsen jeden Abend nach jeder Mahlzeit. Der Pfleger bringt einen Rollstuhl. Was soll denn die so, Bruder? Ich kann meiner selber gehen, wo immer wir auch latschen müssen. Alex fühlt sich etwas schwach zum Aufstehen. Das sag ich wahrlich. Ein Stuhl mit elektrischen Anschlüssen, sein Kopf wird angeschnallt. Wofür ist jetzt das? Damit ihr den Kopf ruhig hält. Und wir sicher gehen können, dass du auf die Leinwand schaust. Klemmen werden an seinen Augen montiert. Was sollen jetzt diese Dinger auf meinem Kopf, siehst? Wenn du die Augen schließt... Kann die Maschine nichts mehr aufnehmen. Alex schaut sein erstes Video. Eine typische Aufnahme einer Straße. In unserer Zeit von Brüder Halbstange schlagen alle Frauen zusammen. Hörst du die Knochen krachen? Was denkt ihr, der Gehstein ist der 87? Vom Kern überfallen! Sie werden bald in sie. Guten Tag! Come on!
natürlich noch reden. Sie machen, dass ich mich krank fühle. Dieser kratzige Scheiß hier an meinem Putti und meinem Pulli war, der macht das. Mir wird schlecht, wenn ich diese dreckigen, perversen Filme wieder. Es liegt nicht an den Drähten. Die zeichnen nur deine Reaktion auf. Nein. In deinen Adern fließt eine chemische Substanz. Waren also keine Suppetamine? Nein, keine Suppetamine. Durch das Ludovico-Experiment ist das gute Abend eingetroffen. Alex, der Täter, wird zum Opfer. Alex Zimmer in der Wohnung seiner Eltern. Guten Abend, gute Nacht. Mit Schön war die Zeit.
schön war die Zeit. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die Täler grün, dort war ich einmal zu Hause, wo ich die Liebste fand, dort ist mein Heimatland. Wie lang bin ich noch allein? So schön, schön war die Zeit. Allein. So schön, schön war die Zeit. Allein. So schön, schön war die Zeit. Allein. Wo grabt ihr denn immer diese Lieder aus?